Vielen Dank für die Einladung, heute zum Thema zu sprechen. Wissenschaft gedeiht nur in einem Klima der Freiheit. Das Thema eben auch deshalb Klima der Freiheit, weil oft ganz nach konkreten Beispielen gefragt wird, wo wird denn die Wissenschaft dann auch eingeschränkt? Und es gibt diese konkreten Beispiele natürlich, die wir uns auf unserer Homepage des Netzwerkes auch in Teilen dokumentieren, natürlich nicht ganz umfangreich, aber eben beispielhaft auch dokumentieren. Aber ganz viel passiert unter dem Radar. Also die Fälle, die bekannt werden, wo Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird, sind nur die Spitze des Eisberges. Weil vieles ist einfach ein Klima einer latenten und teilweise auch eher offenen Unfreiheit schon, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Studierende davon abhält, ganz frei und offen ihrem Erkenntnisinteresse zu folgen. Und das ist das, was heute im Zentrum des Vortrages stehen soll, eben dieses Klima der Freiheit und gar nicht so sehr die konkreten Beispiele, die es in Deutschland schon gab. Auf die können wir sicher auch in der Fragerunde noch zu sprechen kommen. Ich werde auch den einen oder anderen Fall erwähnen. Aber wie gesagt, das Klima der Freiheit, das eine absolut notwendige Voraussetzung ist, für Personen auch frei eben zu forschen und zu lehren, soll im Zentrum stehen. Und ich möchte davon ausgehen, die Frage oft nochmal aufzuwerfen, die ja so ganz grundlegend ist, warum wird eigentlich jemand Wissenschaftler? Ja, so idealtypisch lautet die Antwort, weil er Phänomene verstehen, erklären möchte. Dieses Streben nach Erkenntnis setzt die Bereitschaft voraus, die eigene intellektuelle Komfortzone zu verlassen und offen für abweichende Hypothesen, Argumente und Forschungsergebnisse zu sein. Ein guter Wissenschaftler akzeptiert deshalb auch, dass es tragfähigere Argumente und validere Ergebnisse gibt als die eigenen. Ja, das geht ja immer mit einem kleinen Hieb vielleicht auch für das Ego einher, wenn man ja denkt, man hat doch jetzt hier intensiv und gut geforscht und dass man trotzdem akzeptieren muss, dass eben andere noch bessere Ergebnisse zum gleichen Gegenstand der Forschung gefunden haben und dass man dann eben auch die eigenen Ergebnisse entsprechend hinterfragen muss und bereit ist, dann andere Erkenntnisse mit aufzunehmen in die eigenen Überlegungen. Das setzt schon einiges auch an Charakterstärke voraus. Etwas, was in der universitären Ausbildung eigentlich gar nicht beachtet wird. Dass es ja auch um ein Menschenbild geht, eine charakterliche Stärke, wie man mit abweichenden Erkenntnissen umgeht. Und ein guter Wissenschaftler lässt sich deshalb auch auf der Sachebene auf wissenschaftliche Dispute ein und bringt eben entsprechend auch die notwendige charakterliche Reife mit sich, auf sogenannte ad hominem Argumente zu verzichten. Also eben die Argumente, die gar nicht auf die Sachebene zielen, sondern direkt auf die Person gehen. Und damit ist natürlich die ganze Person angegriffen und fühlt sich erstmal in einer absoluten Verteidigungshaltung ihrer selbst und nicht nur des Argumentes. Weil solange es auf der argumentativen Ebene bleibt, kann ich mich als Person hier rauslassen. Wenn ich aber als Person in Frage gestellt werde, dann muss ich mich erstmal als Person verteidigen, bevor ich überhaupt zu meinen Argumenten komme und bin also in einer benachteiligten Lage. Und diejenigen, die auf die Person zielen mit entsprechenden moralischen Diskreditierungen in der Regel, dazu komme ich gleich noch ausführlicher, denen geht es auch genau darum, das Gegenüber in diese Verteidigungshaltung seiner selbst zu bringen. Ja, und auch ein guter Wissenschaftler erliegt nicht der Versuchung, und sei es aus Eitelkeit, Menschen haben ja auch ihre Eitelkeiten, aus Opportunismus oder aus weltanschaulichen Gründen, das eigene Forschungsdesign so anzulegen, dass nur gewünschte Ergebnisse rauskommen können. Da gibt es gewisse Anreizfaktoren in jedem System, das entsprechend auch zu tun. Und das Wissenschaftssystem, wie es eben auch gerade in den letzten 20 Jahren nochmal verstärkt aufgestellt wurde, hat da besondere Anreizfaktoren geschaffen. Da komme ich jetzt auch gleich noch mehr dazu. Das ist natürlich das Idealbild von Wissenschaft, was in der Realität immer nur eingeschränkt gelebt wurde. Weil überall, wie auch in der Wissenschaft, menschelt es natürlich. Und dann finden sich natürlich auch entsprechend viele Abweichungen von diesem Idealbild.
Und gerade eben Eitelkeit, Opportunismus und Ideologie haben Wissenschaftler zu allen Zeiten dazu verleitet, sich selbst, ich nenne es jetzt auch zeitgemäß, einen intellektuellen Lockdown zu verordnen. Was die Eitelkeit betrifft, klar, liegen die Gründe vor allem in der Persönlichkeit von Menschen. Das eigene Ego erträgt eben keine Kritik und neigt deshalb auch zu einer verbohrten Rechthaberei. Der Opportunismus ist ein anderer Faktor. Der Opportunismus wird ganz stark von externen Faktoren begünstigt. Insbesondere Abhängigkeiten beeinflussen, ob opportunistisches Verhalten aktiviert wird oder nicht. Und da haben wir gerade im Wissenschaftssystem sehr viele Abhängigkeiten, nämlich insbesondere sehr viele befristete Arbeitsverhältnisse. Im Moment ist es so, dass in Deutschland ungefähr 83% aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befristet beschäftigt sind. Das ist ein enorm hoher Anteil. Es gibt nur circa 7,5% wie mich, die unterhalb der Professur in Vollzeit an Universitäten unbefristet beschäftigt sind. Circa 10% umfasst die Professorenschaft. Das sind also diejenigen, sagen wir insgesamt gut 18%, die abgesichert sind, und alle anderen sind eben in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wenn ein Klima der Unfreiheit entsteht, das auch ganz bewusst von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern produziert wird, darauf komme ich noch zu sprechen, dann sind natürlich diese Abhängigkeitsverhältnisse extrem wirksam. Es gibt für sehr viele der gut 83% der befristet beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch oft keine wirklich längerfristigen Karrierepfade an den Universitäten, weil man kann bis zur Promotion 6 Jahre befristet beschäftigt werden und dann in der sogenannten Postdoc-Phase danach, nach der Promotion eben nochmal bis zu 6 Jahren. Und danach muss man eigentlich eine Entfristung bekommen, und das ist für viele eben sehr schwierig. Das heißt, da ist ein enormes Nadelöhr geschaffen worden, wo es nur ganz wenige dann letztendlich durchschaffen und in eine unbefristete Stelle. Und wenn man dann eben weiß, dass man bestimmte Kriterien erfüllen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, im wissenschaftlichen System zu verbleiben, ist man natürlich aus opportunistischen Gründen viel mehr bereit, bestimmte Normierungen, intellektuelle Normierungen, die von den Türstehern des Systems vorgegeben werden, auch zu akzeptieren. Das heißt also, der intellektuelle Konformismus, den wir immer wieder an den Universitäten beobachten können, der hat eben auch stark mit diesen Abhängigkeitsverhältnissen zu tun. Das sind eben auch Verhältnisse, die letztendlich nicht innovationsfreundlich sind, oder andersrum ausgesagt, eher innovationsfeindlich sind. Ja, und bei den vielen befristet Beschäftigten ist es so, dass sie oft in einem doppelten Abhängigkeitsverhältnis sind. Es sind ja meistens Doktoranden oder Habilitanten. Das heißt, es sind also von einer Person an der Hochschule in der Regel abhängig, dass sie eben die Promotion oder Habilitation dann auch durchbringen können. Und das ist aber häufig die gleiche Person, bei der sie auch ein Arbeitsverhältnis haben, häufig eben in einem Drittmittelprojekt. Das heißt also, hier ist ein doppeltes Abhängigkeitsverhältnis von einer Person da, sodass, wenn die Person, von der man abhängig ist, einen starken Normierungsdruck auf die Art und Weise, was man forscht und wie man forscht ausübt, man dann natürlich aus strategischen Gründen entscheiden muss, gehe ich da mit und habe eine Chance, im System zu bleiben, oder wehre ich mich dagegen mit einer relativ hohen Chance, dass ich deshalb dann auch aus dem System rausfliege. Was das genau für Folgen hat im Einzelnen, das ist gar nicht untersucht. Das ist sehr viel anekdotische Evidenz, die wir haben. Es hat sicher auch einen Einfluss darauf, wer überhaupt die Entscheidung trifft, in der Wissenschaft zu bleiben, sich auf diesen Weg einzulassen. Vor allem dann, wenn es dann um inhaltliche Normierungen auch geht. Ja, und da haben eigentlich die Hochschulreformen, diese neoliberal inspirierten Hochschulreformen der frühen 2000er Jahre, die stark unter der Regierung Schröder auch in Deutschland umgesetzt worden sind, aber nicht nur in Deutschland, in sämtlichen europäischen Ländern, aber auch außerhalb Europas wie in den USA, wurde es nochmal verstärkt, oder auch in Australien,
ist, dass man versucht hat, die Universitäten auch gegenseitig in Wettbewerb zu schicken. Also der Grundgedanke ist ja nicht schlecht. Wettbewerb führt eben auch zur Innovation. Und man hat deshalb auch die Grundfinanzierung gerade der Forschung runtergefahren und Anreize geschaffen, dass man sich jetzt verstärkt um sogenannte Drittmittel bewerben muss, um eben dann entsprechend auch forschen zu können. Diese Drittmittel sind auch hierarchisiert, also es gibt welche, die sind besonders prestigeträchtig, das heißt, wenn man diese Drittmittel einwirbt, dann hat man besonders gute Karrierechancen, da gehören in Deutschland insbesondere die Drittmittel dazu, die von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vergeben werden. Jetzt sehen Sie teilweise sogar in Stellenanzeigen, dass drinsteht, als Anforderungsprofil, dass man Drittmittel eingeworben hat, habe ich sogar von der DFG eingeworben hat oder von einer anderen prestigeträchtigen Einrichtung. Das wird also dann im Ranking, wie eben jemand dann gerankt wird, in einem Bewerbungsverfahren berücksichtigt. Es haben natürlich dann diejenigen, die in den Gutachtergremien sitzen, und das sind ja andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dadurch natürlich nochmal eine herausgehobene Machtposition bekommen, weil sie eben diese Türsteherfunktion haben. Hier spielt wieder eine Rolle, welche Eitelkeiten Menschen haben, weil es gehört natürlich schon auch einiges an charakterlicher Stärke und intellektueller Offenheit dazu, Anträge zu bewilligen, die erkennbar nicht mit den eigenen Forschungsansätzen konform gehen oder deren Ergebnisse voraussichtlich sogar die Ergebnisse der eigenen Forschung in Frage stellen werden. Das ist also eine grundsätzliche charakterliche Frage, die hier schon mal mit reinspielt. Und dadurch wissen natürlich diejenigen, die Nachwuchswissenschaftlerinnen, Wissenschaftler insbesondere, wenn ich jetzt diese Drittmittel einwerben möchte, die für meine Karriere absolut notwendig sind, dann ist es nicht klug, die Gutachterinnen und Gutachter herauszufordern. Das Gegenteil, klug zu schauen. Man weiß teilweise ja, wer in diesen Gremien ist. Nicht immer, aber teilweise weiß man das. Und wenn es nicht offiziell bekannt ist, dann weiß man es eben hintenrum sehr häufig. Dann schaut man natürlich, aha, wie forschen die denn? Wozu forschen die denn? Was sind deren Ergebnisse? Und schaut, dass man das auch anschlussfähig macht, weil dann die Chancen einfach steigen. Das ist aber letztendlich auch für diejenigen, die fest im System drin sind, ein Normierungsmittel, wo das nicht mehr direkt auf die berufliche Position, die man hat, einen Einfluss hat, aber schon auf das Renommee, was jemand natürlich dann in der Wissenschaft hat. Da spielt es ja auch eine Rolle, selbst wenn jemand eben eine gesicherte Professur hat, dass er eben Drittmittel einwirbt. Zum einen kriegt man dann noch entsprechende Sonderzahlungen dafür. Man kann auch teilweise leichter Forschungsfreisemester bekommen. Und es ist vom Renommee eben auch wichtig, dass man hohe Mittel einwirbt und dass man sie von den richtigen Forschungsgeldgebern einwirbt. Also insbesondere die DFG steht dann wieder an erster Stelle. Das heißt also, der Normierungsdruck ist zwar besonders hoch an dieser Stelle für diejenigen, die befristet im System drin sind und im System verbleiben möchten, aber er wirkt sich auch auf diejenigen aus, die fest im System drin sind, wenn man natürlich innerhalb der wissenschaftlichen Community ja auch einen entsprechenden Platz einnehmen möchte, den man eben schwerer einnimmt, wenn man hier diese Mittel nicht bekommt. Das eine waren also durch die neoliberal inspirierten Hochschulreformen die Drittmittel, die sogenannte Drittmitteluniversität, die dadurch geschaffen wurde. Ein Kollege nannte es auch mal sehr pointiert die Drittmittelseuche, die dadurch ausgelöst wurde. Seuche passt ja auch in diese Zeit. Er hat es aber vor Corona gesagt. Es kommt aber noch was Zweites hinzu, was auch sehr wichtig ist für universitäre Laufbahnen und für das Renommee von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ist, wo man publiziert und wie viel man publiziert. Das sogenannte Publisher-Perish-System, also publiziere oder gehe unter. Das heißt eben, neben den Drittmitteln kommt es insbesondere bei den Bewerbungen auf feste Stellen noch mal mehr bei Professuren als bei wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen darauf an, dass man auch entsprechende sogenannte peer-reviewed Aufsätze und Publikationen hat. Und ähnlich wie eben jetzt bei den Gutachtergremien für die Drittmittelvergabe ist es auch
da so, dass man gerade bei den besonders hochgerankten Publikationsorganen natürlich wieder entsprechende Gutachtergremien hat, die letztendlich, wie auch bei der Drittmittelvergabe, der Qualitätssicherung dienen sollen. Also das ist die eigentliche Funktion. Aber sie hat eben diesen Nebeneffekt, dass sie auch diesen Normierungsdruck ausübt, weil auch hier passiert ist, dass man schaut, aha, wer ist denn hier als Gutachter bei einer Zeitschrift überhaupt tätig? Das ist zwar normalerweise, dass man nicht weiß, wer das begutachtet, und soll ja auch nicht der Name dann draufstehen auf einem Artikel, der begutachtet wird, aber die wissenschaftliche Community ist oft nicht so groß. Das heißt, man weiß schon, wer wozu arbeitet, und es gibt dann schon Vorteile, die man einfach hat, wenn man bestimmte Literatur zitiert. Und es ist auch interessant, wenn man mal sich das anschaut, was in bestimmten Publikationsorganen veröffentlicht wird, dass einfach bestimmte Leute immer und immer wieder zitiert werden, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also das Streicheln der Eitelkeiten. Das hilft dann schon mal. Aber auch hier spielt es dann eine Rolle, ähnlich wie eben bei der Drittmittelvergabe, wenn Kritik geübt wird an den Forschungsansätzen derjenigen, die oder den Ergebnissen derjenigen, die jetzt hier die Gutachter sind, dann sind die Karten eben schlechter, als wenn man dann entsprechend ihnen inhaltlich entgegenkommt. Und das sind alles Kosten-Nutzen-Analysen, die einfach heutzutage Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen müssen, wenn sie weiterkommen möchten im System. Dieses Publish-or-Perish-System ist nicht nur ein deutsches Spezifikum, sondern ist weltweit, was auch damit zu tun hat, dass wir in den letzten 20 Jahren doch auch eine Überproduktion von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zumindest in bestimmten Bereichen, haben. Das heißt also, sie haben ein deutlich höheres Angebot auf dem Markt, als nachher dann überhaupt an Stellen an den Universitäten kommen kann. Und deshalb musste man natürlich Wege finden, um auch zu hierarchisieren, wer hat welche Chancen. Und es wurde eben insbesondere gemacht über die eingeworbenen Drittmittel und über die Publikation in vor allem renommierten Fachzeitschriften. Und da kommt es dann gar nicht mehr so stark drauf an, was sie da eigentlich geschrieben haben. Wichtig ist, wo sie es publiziert haben. Also es spielt einfach die höhere Rolle. Da wird so ein sogenannter Impact-Faktor berechnet. Dieser Impact-Faktor ist dann wichtiger, als was tatsächlich drinsteht. Also das kann im Grunde der 999.000. Aufguss von irgendwas sein, was sie vielleicht nochmal in, da haben sie nochmal einen eigenen Drive drauf gegeben, aber es ist nicht wirklich irgendwas Neues. Aber es ist im richtigen Publikationsorgan erschienen und dann hat es einfach einen hohen Impact-Faktor. Ja, und das Qualitätssiegel, was man einfach braucht, um weiterzukommen im System, ist dann eben dieses Peer-Reviewed und das noch in den entsprechenden renommierten Fachzeitschriften. Und da überlegt man sich natürlich schon, ob man jetzt was publiziert, was Gutachter intellektuell herausfordern könnte oder was sie eher gewogen stimmt. Und bei der Kosten-Nutzen-Analyse, so wie das System aufgebaut ist, dann werden die meisten zum Ergebnis kommen, ich gehe eher den Weg des Gewogenstimmens. Wiederum, zwar in abgeschwächter Form, trifft das auch auf etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu, weil auch für die ist ja wiederum wichtig im System, welches Renommee sie haben und eben auch hier dann wichtig, wo sie publiziert haben. Also auch hier wirkt sich der Normierungsdruck aus, wenngleich hier mehr Spielraum bestünde. Da komme ich nachher auch noch darauf zu sprechen, inwiefern eben, Sie hatten es vorher mit dem Mut auch schon angesprochen, eben auch ein fehlendes Rückgrat, teilweise Fehlsteuerungen im System nochmal begünstigt. Ja, insgesamt ist die Lage einfach so, dass in einem so stark von Abhängigkeiten geprägten System innovative Forschung allzu oft nicht das ist, was sie sein sollte, nämlich der Schlüssel zum Erfolg. Ganz im Gegenteil, wer, ich nenne es mal so, im Gleichschritt mit den wissenschaftlichen Türstehern marschiert, der erhöht seine Karrierechancen, der erhöht sein Renommee in der wissenschaftlichen Community. Und eben dieses intellektuelle Lockstep-Verhalten ist in dem jetzt bestehenden System vernünftig. Und das ist das Problem, dass es eben ein vernünftiges Verhalten ist in der Kosten-Nutzen-Rechnung. Es leistet aber eben auch dem intellektuellen Lockdown-Vorschub, der letztendlich die Innovationsfähigkeit, die Kreativität der Wissenschaft nachhaltig lähmt. Und es ist ein schleichender Prozess.
Am Anfang merkt man das noch nicht so, dass es da zu Lähmungsprozessen kommt, dass man sich eigentlich in einer Selbstbestätigungsblase bewegt, wo wenige Taktgeber im Grunde vorgeben, in welche Richtung die wissenschaftliche Community marschiert. Aber je mehr das der Fall ist, umso offensichtlicher wird das auch. Und das ist ein Problem, was jetzt nicht nur den Elfenbeinturm, wenn man so möchte, Universität betrifft, der auch früher oder später in die gesamte Gesellschaft ausstrahlt. Wenn junge Menschen an den Universitäten nicht mit dem entsprechenden Innovationspotenzial der geistigen Freiheit, Kreativität zu denken, kreativ zu denken, ausgestattet werden, dann merken sie das irgendwann auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Aber auch der Gesamtgesellschaft wird das irgendwann zur Last, wenn die Universitäten eher intellektuelle Bremser sind oder eben ganz stark nur in eine intellektuell normierte Richtung streben und nicht der Gesellschaft eine Breite an innovativen, intellektuellen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ja, und dann gibt es eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses Klima der Unfreiheit auch nicht immer bewusst herbeiführen, aber sicher zu ihrem Nutzen herbeiführen. Ich nenne die Agenda-Wissenschaftlerinnen Agenda-Wissenschaftler, weil das einfach das bezeichnet, was sie machen. Also Wissenschaft ist für sie nicht ein ergebnisoffenes Streben nach Erkenntnis, wie das eben dem Idealbild nach sein sollte, sondern Wissenschaft dient in erster Linie dazu, ihr Weltbild zu verwirklichen. Also Forschung und Lehre werden im Grunde zweckentfremdet, um das eigene ideologische Weltbild in der Gesellschaft zu verwirklichen. Das ist der berühmte Marsch durch die Institutionen letztendlich auch. Ja. Inspiriert von Antonio Gramsci, einem italienischen Kommunisten 20er, 30er Jahre, der in seinen berühmten Gefängnistagebüchern eben auch diesen Weg vorgezeichnet hat. Ihr müsst über die Bildung die Jungen erreichen und im Lauf der Zeit habt ihr dann letztendlich die Schlüsselposition dadurch im System besetzt und könnt die Gesellschaft in bestimmte Richtungen bewegen. Ja, was durchaus gelungen ist. Und davon hat man sich eben auch inspirieren lassen. Und das ist das Problem jetzt. Also wie gesagt, Eitelkeit ist eine menschliche Eigenschaft. Das hat schon immer letztendlich Forschung auch beschränkt, wie alles andere natürlich auch. Opportunismus ist auch ein menschliches Verhalten, was ganz stark von Systemfaktoren abhängig ist, ob es zum Tragen kommt oder ob es eher minimiert wird. Hier geht es nochmal ganz spezifisch darum, dass Menschen Ideologien haben und eben Wissenschaft und Lehre entsprechend dann auch vor den Karren dieser Ideologien spannen. Und das ist ein Wissenschaftlertyp, den wir wahrscheinlich wenig überraschen, ganz stark in den ideologieanfälligen, ohnehin ideologieanfälligen Geisteskultur- und Sozialwissenschaften finden. In jüngerer Zeit aber auch in der hochgradig politisierten Klimawissenschaft. Bei den Geisteskultur- und Sozialwissenschaftlern, denke ich, ist klar, warum da auch diese Ideologieanfälligkeit da ist. Wenn man sich mit Gesellschaft beschäftigt, in Forschung und Lehre, dann ist es naheliegend, dass zumindest ein Teil der Wissenschaftler irgendwann auch darüber nachdenkt, das, was wir erforschen, möchten wir vielleicht auch in die Gesellschaft transferieren, also unsere Ergebnisse auch dazu nutzen, Gesellschaft zu verbessern. Aber hier geht es natürlich einen Schritt weiter, wenn man einfach ein klares Weltbild auch schon hat, was man jetzt eben versucht, der Gesellschaft auch ja, mittels der Ausbildung der nächsten Generation oder aufgrund der Besetzung natürlich von Schlüsselstellen dann auch aufzuzwingen. Was diesen Wissenschaftlertypus auch kennzeichnet, ist, dass er stark zu einem politischen Aktivismus neigt. Diese Vermischung von Wissenschaft und Aktivismus, dass sie in der Regel sich auf einen ganz engen Kreis von einschlägigen Theorien und Narrativen konzentrieren. Also Wissenschaft ist für sie eigentlich immer nur möglich, wenn man auf ihre Theorien Bezug nimmt. Ich habe das auch immer wieder erlebt bei Vorträgen, wo dann relativ viele, wo ich sagen würde, Agenda-Wissenschaftler auch anwesend waren, dass dann kritisiert wurde, ich habe mich aber gar nicht mit ihren Theorien auseinandergesetzt. Das ist unwissenschaftlich, was ich gesagt habe, weil ich hätte ihre Theorien nicht erwähnt, ich hätte mich nicht mit den Theorien befasst. Als würde Wissenschaft nur innerhalb dieses engen Theoriekreises stattfinden.
Aber das ist die Vorstellung, die man hat. Und dieses Korsett dieser engen Theorien ist notwendig, denn in dem Moment, in dem man das Korsett verlässt, funktionieren oft die Theorien nicht mehr. Die halten auch häufig empirischen Belegen oder fast immer empirischen Belegen nicht wirklich stand. Und deshalb darf man sie ja auch nicht kritisieren. Solange man im Kreis dieser Theorien bleibt, funktioniert das System. In dem Moment, in dem man diesen Kreis überschreitet, bricht das in sich zusammen. Und das darf nicht sein, weil ja davon abhängt, die politische Agenda, die man damit verwirklichen möchte. Was bei diesen Wissenschaftlern auch sehr auffällig ist, ist, dass sie auch wirklich Argumente, Gegenargumente, Kritik an ihrer Forschung oft ganz persönlich nehmen. Das hat sicher damit zu tun, dass die sehr gerne mit ad hominem Argumenten arbeiten und deshalb automatisch denken, wenn sie jemanden kritisieren, dann kritisieren sie nicht das Argument, sondern sofort die Person. Das heißt, wenn jemand anders sie kritisiert, gehen die automatisch davon aus, man kritisiert auch direkt sie als Person und nicht nur das Argument. Das ist ganz schwierig, überhaupt eine gemeinsame Ebene herzustellen. Bei mir persönlich ist es sehr wichtig, immer nur auf das Argument zu zielen und das zu kritisieren, aber nicht die Person. Und da kommt man eben ganz schwer dann noch zusammen. Und ich glaube, mit einer der Gründe, warum die sich so schwer tun damit, ist, dass sie auch ihre eigene Identität auf ihre Ideologie aufbauen oder dies extrem eng miteinander verwoben haben. Das heißt also, in dem Moment, in dem man eben dann die Theorie kritisiert oder die Forschungsergebnisse, die daraus abgeleitet wurden, kritisiert, sehen die das sofort als Angriff auf ihre Identität, weil es einfach so eng miteinander verknüpft ist. Das ist natürlich ein Problem, weil als Wissenschaftlerin brauche ich die Distanz zum Gegenstand. Da ist der Gegenstand, den ich erforsche, und da bin ich als Person, und natürlich gibt es teilweise Überlappungen, aber ich muss mir in dem Moment, in dem ich anfange zu forschen, die Distanz schaffen, weil nur dann kann ich eben ergebnisoffen überhaupt daran gehen und nicht Ergebnisse von vornherein ausschließen, die ich als Angriff auf meine Identität sehen könnte. Ja, da sehen wir eben diese extreme identitätspolitische Aufladung, die wir haben, insbesondere bei den Agenda-Wissenschaften im Moment. Deshalb ist auch kein Zufall, dass die Fachbereiche, die ganz stark betroffen sind, diejenigen sind, die was mit Geschlecht zu tun haben, weil das natürlich eine ganz starke Identitätsgruppe ist, oder mit sexueller Orientierung zu tun haben, oder auch alles, was in den Bereich Rassismus fällt. Deshalb kommen ja auch oft die Diskreditierungsvokabeln zum Einsatz, rassistisch, sexistisch, transphob, islamophob. Das ist natürlich in der Migrationsforschung auch der Fall, dass hier sehr stark versucht wird, über diese Normierungen zu arbeiten. Und um sich der Kritik zu entziehen, das ist auch sehr typisch für Agenda-Wissenschaftler, versuchen sie sich eben in eine Selbstbestätigungsblase zurückzuziehen. Also möglichst wenig dann auch in den Austausch zu treten mit Andersdenkenden, schon gar nicht mit wirklichen Kritikern. Und sie versuchen sich da eben auch moralisch abzusichern, warum man das nicht macht. Es sind natürlich gebildete Menschen, die wissen schon, dass Wissenschaft eigentlich bedeutet, auch miteinander in Diskurs zu treten. Das heißt, sie müssen es vor sich ja rechtfertigen, warum sie es nicht tun. Und die Rechtfertigung ist, der andere vertritt menschenverachtendes Gedankengut. Er ist rassistisch, was er sagt. Ganz typisch dafür ist zum Beispiel eine Stellungnahme der Stelle für interkulturelle Studien an der Universität Köln, überschrieben mit zur Freiheit von Forschung und Lehre. Ich habe das mit großem Interesse gelesen, weil ich dachte, aus der Migrationsforschung heraus hätte ich nicht erwartet, als ich diese Stellungnahme bekommen habe. Habe die dann mit zunehmender Irritation auch gelesen, weil dann sehr schnell ersichtlich wurde, es geht hier nicht um die Freiheit von Forschung und Lehre, sondern es geht um die Begrenzung, die Normierung. Weil es dann hieß, sie wenden sich eben gegen menschenverachtende, diskriminierende Äußerungen an Universitäten, und sie nennen dann nur zwei Beispiele. Und das eine Beispiel ist der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist menschenverachtend, diskriminierend. Das darf dann letztendlich nicht diskutiert werden. Und das andere ist, das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung. Und von vornherein versucht man eben sowas auszuschließen, wobei das natürlich selbstverständlich Themen sind, Thesen sind, die man an Universitäten diskutieren muss und die man auch diskutieren kann von verschiedenen Perspektiven. Und das kann man sich ja vorstellen, was natürlich im Seminarraum passiert von Personen, die so denken, die ja in der Regel auch in der Lehre diese Themen intensiv bearbeiten.
dass dann für die Studierenden, die solche Seminare besuchen, es schwierig ist, eine Meinung zu äußern oder auch Argumente vorzubringen, die damit nicht im Einklang stehen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Klima der Freiheit, weil das ist etwas, was dann nicht in der Regel nicht so deutlich gesagt wird. Also insofern war diese Kölner Stellungnahme fast ein Geschenk des Himmels, weil es hier einmal schriftlich fixiert war. Häufig weiß man sowas, kriegt es atmosphärisch mit, man kriegt es anekdotisch zugetragen, aber dann heißt es immer, ja, aber wo sind die konkreten Belege? Da hat es jetzt endlich mal jemand verschriftlicht, wie er eben hier letztendlich auch Forschung und Lehre normieren möchte. Aber man kann sich das denken, dass man in so einem Seminarraum nicht wirklich frei ist. Was macht man jetzt, als wenn es ein Pflichtseminar ist, als junger Student, als junge Studentin, wenn von Lehrenden die Haltung vertreten wird, das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung, ist menschenverachtend, ist nicht von der Freiheit von Forschung und Lehre gedeckt. Und dann sitzt da unter Umständen auch eine junge Frau aus einer muslimischen Familie, die vielleicht sogar mal gezwungen war, das Kopftuch zu tragen, vielleicht immer noch gezwungen ist, das auch zu tragen, durch starken familiären Druck. Und was denkt sie jetzt und was kann sie sagen? Ja, es ist argumentativ sehr schwierig. Aber auch für andere, die jetzt nicht zur muslimischen Community gehören, gibt es sehr gute Argumente zu sagen, es kann ein Zeichen der Unterdrückung sein und man muss eben dann für seine Position argumentieren können. Und das wollen die gar nicht mehr. Die wollen sich eigentlich der Argumentation entziehen, indem sie eben moralisch von Anfang an sagen, das ist menschenverachtend. Sie sagen auch, sie argumentieren dann mit dem Grundgesetz, das wird sehr gerne gemacht, mit Artikel 1 des Grundgesetzes mit der Menschenwürde argumentiert, natürlich eine komplette Verzerrung der Vorstellung des Menschenwürdegedankens in Artikel 1 des Grundgesetzes. Und dazu gehört ja nicht eine Aussage, von der sich jemand verletzt fühlen könnte. Aber so wird es eben konstruiert, also auch ein Verstoß des Grundgesetzes gegen das Grundgesetz und deshalb darf man solche Sachen gar nicht mehr an den Universitäten diskutieren. Und das kann man natürlich immer weiter runter normieren und dann bleibt nicht mehr viel übrig als dieser enge Korridor, der der Weltanschauung der Personen entspricht, die eine gewisse Agenda eben auch damit verfolgen. Die ist zwar erstmal gut gemeint, sie möchten eine antirassistische Gesellschaft schaffen, da gehe ich mit, das möchte ich auch. Aber das kann man nicht mit den Mitteln machen, dass man intellektuelle Positionen von vornherein ausgrenzt. Man muss eben gerade natürlich in der Universität immer willens sein, die andere Seite anzuhören, sich argumentativ mit ihr auseinanderzusetzen. Man muss sich schon auch die Mühe machen, selber dann bessere Argumente, tragfähigere Argumente einzubringen, als dann nur zu sagen, hier ist Artikel 1 des Grundgesetzes, Menschenwürde ist ein Verstoß dagegen, das Menschenverachten darf nicht sein. Weil damit versuche ich den anderen, aus dem Diskurs auszuschließen, indem ich ihn moralisch diskreditiere, als Menschenverächter, als jemand, der das Grundgesetz nicht achtet. Und indem ich das mache, gebe ich mir selber sozusagen wieder die Lizenz, um zu sagen, jetzt darf ich die Person auch sozial ausgrenzen. Weil jemand, der das gegen das Grundgesetz verstößt, ist jemand, den ich ja nicht mehr als Teil der wissenschaftlichen Community sehen muss. Also ich habe jedes Recht, so eine Person mundtot zu machen, versuchen, aus Publikationsorganen zu entfernen, Druck bei Verlagen zu machen, dass solche Personen überhaupt nicht mehr eine Möglichkeit bekommen, ihre Texte zu publizieren, nicht zu Tagungen einzuladen und so weiter. Also das geht dann eben schon in den nächsten Schritt auch hinein in die institutionelle Bestrafung. Und für mich ist es auch immer dieser Dreiklang, moralische Diskreditierung, soziale Ausgrenzung und institutionelle Bestrafung, mit dem gearbeitet wird. Und es läuft mit den ganz typischen Diskreditierungsvokabeln, mit denen man andeutet, dass jemand als moralisch nicht integre Person sozial auszugrenzen, institutionell zu bestrafen ist. Und das sind Begriffe, die kennen Sie auch aus dem zweiten Diskurs, die haben sich von der Universität schon in die Gesellschaft vorgearbeitet. Problematisch, umstritten und es könnte der falschen politischen Seite, in dem Fall heißt es in der Regel in Deutschland, der AfD, nutzen. Umstritten ist dann jeder, der Argumente vorbringt, die nicht im Einklang mit der Weltanschauung dieser Agenda-Wissenschaftler steht. Und aus dem Grund ist die Person für sie problematisch, weil sie ja ein Hindernis darstellt auf dem Weg, die eigene Agenda dann in der Gesellschaft auch zu verbreiten.
Studierende entsprechend auch weltanschaulich einzunorden, wenn sie dann nochmal andere Impulse bekommen. Also so eine Person ist problematisch für die eigene Agenda. Und man unterstellt dann eben sehr gerne, dass aus ideologischen Gründen missliebige Forschung anschlussfähig eben an die falsche politische Richtung ist. Dann wird dann eben gesagt, ja, aber das sagt die AfD auch. Ja, und das ist ja anschlussfähig an rechte Diskurse. Das wird ganz häufig dann eben gesagt. Und das ist ja eine AfD-nahe Position. Und im Grunde rechts, oder in Deutschland spezifisch, weil es auch in anderen Ländern vorkommt, aber in Deutschland spezifisch AfD-nah, ist im Grunde alles, was eben die eigene ideologische Position schwächen könnte. Also ich kenne das auch selber zum Beispiel. Ich habe ja auch öffentlich mehrfach schon gegen Quoten argumentiert, weil ich eine Quotenpolitik aus mehreren Gründen nicht für hilfreich halte. Zum einen ist es ein freiheitsfeindliches Instrument. Ja. Danke. Zum anderen legt es Menschen einfach auf ein Abstammungsmerkmal fest. Das kommt gar nicht mehr darauf an, was sie als Mensch letztendlich für Fähigkeiten haben, was sie mitbringen, sondern es wird nur noch geschaut, welches Abstammungsmerkmal haben sie, wenn man die Quote entsprechend füllen muss. Wenn man Quoten für ganz viele Gruppen parallel einführt, was man ja möchte im Moment, dann hat man auch einfach eine sehr eingeschränkte Funktionsfähigkeit, denn wie möchte ich noch jemanden rekrutieren oder befördern, wenn ich immer gucken muss, dass ich die Quoten noch erfülle. Also auch da kommt man natürlich an seine Grenzen. Wir sehen auch bei der Quotenpolitik, dass man über die sogenannte Intersektionalität jetzt schon immer mehr Untergruppen auch herausarbeitet. Also dann geht es zum Beispiel nicht mehr nur um Frauen, sondern dann geht es immer um Frauen mit Migrationshintergrund, also schon zwei Gruppen, wo man sagt, durch zwei Merkmale ist man automatisch benachteiligt und muss in eine Quote reinfallen. Das ist letztendlich aus meiner Sicht eine menschenfeindliche Einstellung, weil sie eigentlich das Individuum negiert. Also der Mensch als solcher spielt keine Rolle mehr, sondern nur noch das Kollektivmerkmal. Das ist der Grund, warum ich dagegen argumentiere. Dann wird mir aber vorgehalten, und so hat sich noch niemand von den Kritikern jemals mit einem Argument von mir auseinandergesetzt. Aber mir wird dann entgegengehalten, dass die AfD ist auch gegen Quoten. Das heißt, damit sind sie anschlussfähig an rechte Diskurse und damit AfD-nah, wenn sie eben sagen, dass sie auch gegen Quoten sind. Und so geht es bei ganz vielen Diskursen, dass man dann auf einmal als umstritten gelabelt wird. Das Gleiche gilt zum Beispiel jetzt auch in meinem Bereich, wenn Sie gegen strukturellen Rassismus argumentieren. Also struktureller Rassismus wird so gemessen, dass man sagt, okay, wenn es einen statistisch messbaren Unterschied gibt, zum Beispiel am Anteil der Parlamentarier mit und ohne Migrationshintergrund, dann ist das ein Zeichen dafür, dass hier die Strukturen rassistisch beschaffen sind, weil ansonsten wäre der Anteil ja gleich. Also die Welt ist unglaublich einfach gedacht. Es gibt immer alles, kann nur mit einem Faktor erklärt werden. Dann sage ich, okay, dann möchte ich aber jetzt mal klare empirische Belege sehen, dass tatsächlich die rassistischen Strukturen dafür verantwortlich sind und hauptverantwortlich dafür sind. Und dann wird einem in der Regel nur gesagt, ja, das ist halt nicht leicht beizubringen und da braucht man auch überhaupt keine Belege, weil allein der Unterschied, der da ist, ist die Erklärung. Also die Beobachtung, dass es einen statistischen Unterschied gibt, ist gleichzeitig die Erklärung und es steht fest. Und wer das hinterfragt, der wird eben moralisch diskreditiert als rassistisch. Man möchte den unterdrückten Minderheiten eben ihre Position in der Gesellschaft nicht zugestehen, sonst würde man doch anerkennen, dass es hier einen strukturellen Rassismus gibt, der nur über Quoten geheilt werden kann. Oder entsprechend andere wenig freiheitsschonende Maßnahmen geheilt werden kann. Es gibt aber hier sehr gute empirische Belege, die andeuten, dass es ganz andere Gründe dafür gibt, warum Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland nicht entsprechend ihres Bevölkerungsanteils auch in Parlamenten vertreten sind. Ja, das hat schon mit der Staatsangehörigkeit zu tun, es haben nicht alle die Staatsangehörigkeit. Dann haben sie, wenn sie sehr viel neue Migration innerhalb relativ kurzer Zeit haben, wie auch in Deutschland, dann steigt auch der Anteil derjenigen mit Migrationshintergrund bei uns in den letzten 5 Jahren mal um 7% an. Das sind aber alles Personen im Grunde ohne deutsche Staatsangehörigkeit, da fehlen oft auch andere Voraussetzungen, noch Sprachkenntnisse, noch Vernetzungen und so weiter. Dann hat es oft auch mit dem beruflichen Hintergrund zu tun.
ob man in die Politik geht oder nicht in die Politik geht. Und da ist, was jetzt die deutsche Zuwanderungsbevölkerung betrifft, auch wieder eher ein Nachteil, dass es eben viele gibt in den unteren sozialen Schichten oder deutlich mehr in den unteren sozialen Schichten. Das heißt, was man eigentlich vergleichen müsste, sind Personen mit und ohne Migrationshintergrund nach dem Profil derjenigen, die in den Parteien und vor allem im Parlament dann auch vertreten sind. Und dann kommt man auf ganz andere Ergebnisse. Aber das macht man gar nicht, diese Mühe macht man sich gar nicht. Und da würde ich jetzt andersrum argumentieren, das ist unwissenschaftlich. Ja? Wissenschaft bedeutet, ich sehe, da gibt es einen Unterschied. Und jetzt gehe ich ergebnisoffen ran und schaue mir an, wie kommt dieser Unterschied zustande. Und dann muss ich mir natürlich die Mühe machen und auch sehr intensiv forschen, um das rauszufinden. Und ich werde es nie abschließend in der Regel herausfinden. Ist ja auch ein dynamischer Prozess. Aber man kann dadurch doch Einflussfaktoren relativ gut bestimmen. Aber es ist halt aufwendig. Und man umgeht hier eigentlich diesen großen Aufwand und sagt von vornherein, es gibt eben nur eine Erklärung. Und switcht dann als nächstes sofort zum politischen Aktivismus. Und der politische Aktivismus sieht dann so aus, dass man sagt, es ist ein Riesenskandal, es ist ein Riesenrassismusskandal, den wir deshalb in Deutschland haben, rassistische Strukturen. Man ist in der Regel sehr gut mit NGOs vernetzt, teilweise auch sehr gut in Parteien hinein vernetzt, vor allem in die entsprechenden Parteien. Und dann macht man gemeinsam eine Agenda, warum jetzt eben entsprechende Programme aufgelegt werden müssen, dass es hier zu einer genauen Gleichverteilung kommt. Das heißt also, die eigentliche Arbeit, die wir als in der Wissenschaft uns eigentlich machen müssen, etwas beobachten, erforschen, was die Erklärungen dafür sein können und diese Erklärungen letztendlich der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft oder auch die Politik soll dann im politischen Prozess ihre Schlüsse draus ziehen. Den Punkt überspringen Sie, sondern Sie gehen direkt selber in den politischen Prozess rein. Dadurch die Zeit, die man natürlich gewinnt, dadurch, dass man diese Forschung nicht betreiben muss, kann man dafür nutzen, dass man politisch aktiv ist. Das ist aber ein Problem, auch wenn ich natürlich, wenn man erlebt, dass auch Studierende dann mit diesem Programm letztlich an den Universitäten, ja, ich nenne es einfach mal salopp gesagt, gefüttert werden. Ja, im schlimmsten Fall passiert eigentlich was Doppeltes. Also sie haben zum einen ein Studium, das dann fast im ideologischen Vollwaschgang passiert. Wenn Sie diese Ideologien als Studierende anzweifeln, dann haben Sie da keine besonders guten Karten. Für Deutschland haben wir keine Untersuchung. Das ist etwas, was wir mal dringend untersuchen müssten. Und das vielleicht, ich komme ja nachher noch auf unser Netzwerk zu sprechen, auch etwas, was man in dem Rahmen mal machen kann, welche Folgen das letztendlich hat. Darauf, welche Fächer überhaupt noch von wem studiert werden, wer ein Studium abbricht aus solchen Gründen, wer überhaupt von sich aus noch in der Universität bleiben möchte, nachdem man Abschluss gemacht hat, wer überhaupt eine Chance hat, von den Gatekeepern in der Universität zu bleiben, weil das ist einem selbstrekrutierenden System ansonsten ein Verstärkungsprozess. Das heißt also, diejenigen, die dann im ideologischen Vollwaschgang studieren, diese Ideologie teilweise schon mitbringen oder auf jeden Fall toll finden und die dann auch annehmen, die werden entsprechend gefördert im System. Verbreitern natürlich die Basis der Ideologen dadurch, weil sie dann selbstrekrutierend weiterkommen. Und es wird immer schwieriger für Andersdenkende, dann noch wirkliche wissenschaftliche Positionen, unideologische, politikbefreite wissenschaftliche Positionen einzubringen. Das ist etwas, wo wir in Deutschland eine Forschungslücke haben, aber etwas, wo ich denke, dass wir dringend untersuchen sollten. Ja, und das alles zusammen führt im Lauf der Zeit immer mehr zu einer Form des intellektuellen Lockdowns, einfach eines Normierungsdruckes, dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Studierende dann oft aufgrund eines Konformitätsdrucks nachgeben, der sich häufig dadurch äußert, dass man nichts sagt. Man macht es einfach mit, oft einfach auch zähneknirschend, wenn man denkt, naja, sonst habe ich keine Chancen, eben entsprechend gute Noten zu bekommen, mein Studium auch zu beenden oder im System weiterzukommen. Aber Kritik geäußert wird eben relativ wenig. Und das ist auch das Interessante, vielleicht haben Sie das auch mitbekommen, ich glaube, es war letzte oder vorletzte Woche, dass es durch die Medien ging an der Universität Kassel, gibt es auch auf der Homepage einen Passus, wo es heißt, dass eben im Rahmen der Lehrfreiheit Lehrende entscheiden können, ob sie eben auch gendergerechte Sprache
zur Grundlage der Benotung machen. Und auf Nachfrage dann hieß es ja, also dass eben Lehrende, aber sie müssen es vorher ankündigen und sie müssen es auch gut begründen, die Verwendung gendergerechter Sprache in die Benotung einbeziehen können. Das heißt also auch eine schlechtere Note vergeben können, wenn nicht entsprechend gegendert wird. Und das ist natürlich dann für diejenigen, die sagen, eigentlich will ich diese Gender-Regeln gar nicht befolgen, aber wenn eine entsprechende Lehrende oder ein Lehrender sagt, und das entsprechend begründet dann auch in meinem Seminar, sehe ich das als notwendig an, dann ist es dann schwierig zu sagen, gehe ich da jetzt dagegen. Bei den meisten wird es so sein, dass sie dann nichts sagen. In dem Fall gab es einen Studenten, der war, glaube ich, auch ein Teil einer der Christlichen Union, einer Hochschulgruppe angehörend, der was dagegen gesagt hat, und deshalb wurde es auch öffentlich. Aber man braucht immer einen, der dann auch eine Widerrede hält und damit auch in die Öffentlichkeit geht, damit solche Fälle bekannt werden. Viele andere werden einfach sagen, ich finde es zwar jetzt blöd, das zu machen, aber dann mache ich es halt. Dann gibt es natürlich diejenigen, die von Anfang an lieber gar nicht groß drüber nachdenken und okay, wenn das die Vorgaben sind, dann übernehme ich halt diese Vorgaben. Andere machen es natürlich auch aus Enthusiasmus, also da gibt es ja immer eine Bandbreite. Aber im Grunde ist es ja ein klarer Verstoß auch gegen die kommunikative Selbstbestimmung, zu entscheiden, in welcher Form ich eben meine Texte dann auch verfasse, zumal sie ja dann, wenn ich entsprechend das Gender-Sternchen nicht verwende, im regelkonformen Deutsch verfasst sind. Und der Punkt ist auch, in dem Moment, wenn ich sage, es muss auf eine gewisse Art und Weise gegendert werden, dann lege ich ja auch wieder eine politisch-normative Ausrichtung, die ich habe, zugrunde, wie jemand anders eben schreiben muss. Und das geht dann zu weit. Also das eine ist zu sagen, wenn das jemand möchte, ich meine, ich persönlich mache das nicht, aber wenn das jemand möchte, sagen, ich präferiere das, wenn Sie entsprechende gendergerechte Sprache in Ihren Hausarbeiten verwenden. Wenn Sie es aber nicht tun, hat es keinen Einfluss auf die Notengebung. Und da muss man sich dann auch dran halten, das kann man machen. Wenn man das aber dann klar dann auch in die Benotung einbezieht, dann ist natürlich jede Freiwilligkeit weg und man muss letztendlich sich einem politischen Weltbild auch unterwerfen. Und wenn man es nicht macht, dann hat man eben entsprechende Konsequenzen zu tragen. Und insofern ist das, was dann erstmal heißt, ja, man möchte ja Gender nur, ist eine Frage der Gerechtigkeit, man möchte alle Geschlechter sichtbar machen und inklusiv sein, ist nicht mehr inklusiv, weil man exkludiert ja diejenigen, die es anders sehen, die eben nicht dieses Weltbild teilen. Das wird dann aber wieder gerechtfertigt, indem man sagt, diejenigen, die nicht das Weltbild teilen, die möchten ja nur ihre hegemoniale Machtposition verteidigen und den Opfern, die lange die Opfer der Gesellschaft waren, nicht eine entsprechende Gerechtigkeit zukommen lassen. Also es geht direkt wieder in diesen moralischen Diskurs hinein, wo sie als Person, die eine Gegenrede dazu hält, wieder moralisch diskreditiert werden, weil sie möchten ja Opfern, Minderheiten, nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und dann kommt eben wieder der nächste Schritt, dann dürfen sie auch sozial ausgegrenzt werden, institutionell bestraft im Sinne einer schlechteren Note. Und das gibt es natürlich genauso, wenn es um Forschungsthemen und Forschungsfragen geht. Auch hier ist sehr viel anekdotisch, was wenig klar benennbare Fälle hat, aber weil der Grund ist, dass diejenigen, die es betrifft, eine Regel damit nicht in die Öffentlichkeit gehen möchten. Ja, man weiß ja, in dem Moment, in dem man das öffentlich macht, hat man unter Umständen nochmal entsprechende Konsequenzen zu tragen. Also macht man das lieber nicht. Ich weiß das, weil dadurch, dass ich mich ja öffentlich entsprechend positioniert habe in verschiedenen Zeitungsartikeln oder auch Radiointerviews, dass man dann doch relativ viel Zuschriften bekommt von anderen Wissenschaftlern, aber auch von Studierenden, die sagen, boah, endlich sagt's mal jemand, da hat mir jemand wirklich aus dem Herzen gesprochen und genau das und das habe ich zum Beispiel selber auch erlebt. Und das fand ich problematisch und ich wusste auch nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte und manchmal fragen dann auch Personen, die jetzt an eine Promotion denken, nach, ich würde gerne die und die Forschungsfrage verfolgen, aber ich habe den Eindruck, wenn ich das mache, dann wird es sehr schwierig, einen Betreuer zu finden. Ich habe den Eindruck, wenn ich das mache, dann habe ich im Grunde von Anfang an keine Karrierechancen mehr. Was denken Sie, sollte ich das verfolgen oder nicht?
zum Beispiel gerade bei mir natürlich, dass dann Personen etwas zum Thema Migration schreiben, also dass einer mal geschrieben hatte, er würde gern mal erforschen, weil das mich sehr auffällig ist, dass es in Deutschland im Grunde gar nicht mehr vorkommt, wenn Migration nicht erfolgreich verläuft, wenn die Faktoren dann auf Seiten der Migranten liegen. Ja, also die ganze Forschung ist im Grunde darauf ausgerichtet, wenn Integration suboptimal ist, dann liegt das eben an der rassistischen Gesellschaft. Das ist der Trend der Migrationsforschung. Immer mit Ausnahmen, das ist keine Frage, es ist kein monolithischer Block, aber es ist einfach ein ganz starker Trend. Und das heißt also, die Person hat es sich dann, war das bewusst, sie hatte auch schon einen Betreuer angefragt, der dann auch gesagt hatte, schwierig, sie können das machen, ich würde es auch betreuen, aber sie werden wahrscheinlich in Deutschland zumindest dann universitär keine Chancen haben. Und das ist dann eine schwierige Situation, weil man von Anfang an dann eben auch wieder Kosten-Nutzen-Rechnung schaut, was bedeutet das für mich, wenn ich bestimmte Forschungsfragen, die besonders in normierten Forschungsfeldern, intellektuell, ideologisch normierten Forschungsfeldern, missliebig sind, wenn ich trotzdem diese Themen aufgreife. Und sehr häufig führt es dann dazu, dass bestimmte Themen einfach gar nicht mehr bearbeitet werden. Es ist auch schwierig, wenn Sie, und zwar nicht nur jetzt für Studierende oder Doktoranden, aber auch für Wissenschaftler im System, allein für bestimmte Fragestellungen noch einen Verlag zu finden. Ein Verlag, der sagt, ich publiziere etwas, was in einer wissenschaftlichen Community oder in einer bestimmten wissenschaftlichen Community auf Abneigung stoßen wird. Weil es dann schnell passiert, dass andere, die in diesem gleichen Verlag publizieren, an den Verleger herantreten werden oder einzelne Lektoren herantreten werden, das hängt von der Größe des Verlages ab, und sagen, also wenn Sie die Person publizieren oder das und das publizieren, dann wollen wir nicht mehr bei Ihnen was machen. Also wird entsprechender Druck ausgeübt. Gleich gilt natürlich bei den Journals, ja, dass sie wieder auch die Gutachtergremien haben, da wird auch entsprechender Druck ausgeübt. Und so kommt es eben zu einer immer stärkeren Normierung und auch in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften ist sie natürlich nicht durchgehender Fall. Das gibt Fächer, die mehr betroffen sind als andere oder Forschungsrichtungen, die mehr betroffen sind als andere. Am meisten wahrscheinlich Gender Studies und Migrationsforschung in der Tat. Und es sind aber auch nicht in den Fächern alle Universitäten oder Institute im gleichen Maße betroffen. Das hat damit zu tun, wie viele Agenda-Wissenschaftler sie geballt in einem Institut haben. Also wenn die in der Minderheit sind, wenn es ein, zwei Personen sind, dann hat es in der Regel nicht so einen großen normierenden Einfluss. Die können zwar im Einzelnen mal versuchen, auch moralisch in die eine oder andere Richtung, in der Regel ist es nur in die eine Richtung Druck auszuüben, aber es wird das Klima noch nicht in Richtung Unfreiheit stellen. Sobald die aber eine kritische Masse haben, die kritische Masse fängt schon so bei 30-40% an, dann merken sie, dass einfach so ein Klima der Unfreiheit entsteht. Und weil die Personen sehr politisch unterwegs sind, sind die auch hochschulpolitisch entsprechend unterwegs. Also was sie bei sehr vielen Wissenschaftlern, denen es einfach nur um ihre Inhalte geht, merken, das waren Liberale und Konservative, von denen es an Universitäten inzwischen nicht mehr so viele gibt, oder auch Linksliberale, die sind Gott sei Dank nach wie vor da, denen geht es um ihre Forschung. Die sind gar nicht so interessiert, permanent in Gremien zu sitzen und Hochschulpolitik zu bestimmen. Agenda-Wissenschaftler sind aber in erster Front in den Gremien drin, weil sie genau wissen, dass ich dadurch natürlich bestimmte Weichen stelle. Die gucken auch, dass sie in entsprechenden Besetzungskommissionen drin sind. Und wenn die da eben auch wieder die kritische Masse in der Besetzungskommission haben, ist im Grunde klar, dass niemand durchkommt, der nicht ihre entsprechende ideologische Weltanschauung teilt. Und deshalb haben wir eben besondere Schwerpunkte auch, die wir sehen an bestimmten Universitäten, wo das einfach sehr weit vorangeschritten ist, wo es ganz schwierig ist für andersdenkende Wissenschaftler und Studierende, noch ihre Forschung auch frei zu verfolgen. Einzelne Wissenschaftler können das natürlich machen, aber eben oft dann sehr sozial isoliert. Für Studierende ist es schwieriger. Es ist, glaube ich, auch relativ abschreckend, als junger Mensch dann in so einem Klima zu studieren. Das braucht schon einiges an Rückgrat, das dann trotzdem zu machen und großes Interesse am Fach. Oder auch den Impuls zu sagen, ich studiere das jetzt trotzdem, um später auch mal dieses Fach nochmal verändern zu können von innen. Also der Marsch durch die Institution von der anderen Seite, allerdings sind das natürlich kleine Minderheiten.
Also es ist nicht in Deutschland im Moment wie in den USA, wo das viel flächendeckender der Fall ist, also wo in viel mehr Universitäten diese kritische Masse erreicht wurde. Aber wir sehen auch, dass es in Deutschland zunimmt und dass in eben deutlich mehr Instituten und Universitäten, Instituten in den letzten 10 Jahren diese kritische Masse erreicht wurde. Das hat auch mit dem Generationenwechsel zu tun. Und es steht ja jetzt, wir haben relativ viele Professoren im Moment im System der Jahrgänge 55 bis 65. Ja, da wird es also in Bälde auch wieder einen Generationenwechsel geben. Und da steht zu befürchten, dass diese kritische Masse doch noch mehr an deutlich mehr Institutionen dann geschaffen werden kann, wenn man jetzt nicht wirklich dann auch dagegen spricht. Eine ähnliche Situation, weil ich es vorher angesprochen hatte, haben wir ja auch beim Thema Klimawandel, auch ein extrem politisiertes Thema. Auch hier wird ja ganz stark mit Moralisierung gearbeitet. Ja, diejenigen, die es jetzt geschafft haben, einen ganz starken politischen Handlungsdruck aufzubauen, die möchten den nicht abgeschwächt sehen, dadurch, dass auf einmal Forscher das Feld betreten oder das Ohr auch bekommen, die sagen, der Klimawandel ist nicht nur Mensch gemacht und vor allem, es ist nicht nur der kapitalistisch wirtschaftende Mensch daran schuld. Ja, das ist ja meistens damit auch verzahnt, weil das ideologische Bild noch dazugehört. Das heißt also, in dem Fall ist sogar so, dass jeder, der Zweifel an dieser Forschung, dass es nur der kapitalistisch wirtschaftende Mensch ist und nur letztendlich der Wandel des Wirtschaftssystems die Menschheit retten kann, argumentiert ja letztendlich gegen den Fortbestand der Menschheit oder wird zur Gefahr für den Fortbestand der Menschheit. Und das ist im Grunde die maximal mögliche Moralisierung, die Sie in ein Fachgebiet reinbringen können, wenn Sie sagen, von meiner Forschung und den Lösungen, die ich anbiete, hängt der Fortbestand der Menschheit ab. Und es ist die maximale Hybris, die Sie haben können, aber es ist eben auch die maximal mögliche Moralisierung. Und wo es sehr schwierig wird, dann für andere Wissenschaftler, egal wie gut ihre empirischen Belege sind, tatsächlich durchzudringen, weil ihnen natürlich immer wieder gesagt wird, ja, letztendlich eure Forschung bedeutet, wenn man auf euch hört und jetzt nicht ganz, ganz schnell alles runterfährt und alles klimafreundlich gestaltet, dann setzt ihr damit den Fortbestand der Menschheit oder der ganzen Welt aufs Spiel. Und immer wenn das passiert, sehen wir einfach einen extrem starken Normierungsdruck und es wird hinter vorgehaltener Hand natürlich noch anders gesprochen. Aber erstens mal ist es für Wissenschaftler oft verunsichernd, auf einmal mit sowas konfrontiert zu sein, zu moralischen Unpersonen zu werden, sich als Person dann auch verteidigen zu müssen für die Argumente. Und zum anderen tun sich auch viele schwer, dass sie denken, sie stehen alleine. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt mit unserem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch für uns zumindest mal aufgebrochen haben, dieses Gefühl des Alleinestehens. Ich habe dieses Netzwerk aufgrund von Beobachtungen erstmal vor allem im Jahr 2017, 18 im angelsächsischen Raum initiiert, wo ja vieles noch viel krasser ist. Also ich habe damals mitbekommen, als ich im März, April in Sydney war, ich habe da auch promoviert und bin da regelmäßig noch da, dass in Australien dann Workshops und eingeführt wurden für junge, weiße, männliche Studenten, wo sie dann ihr White Male Privilege hinterfragen sollten. Weil es als Gesetz galt, dass junge, weiße Männer privilegiert sind, grundsätzlich privilegiert sind und deshalb auch einen entsprechend negativen Einfluss auf alle anderen ausüben. Das heißt, alle anderen, also ich zum Beispiel auch als Frau, würde mich allein durch die Anwesenheit dieser weißen Männer unterdrückt fühlen in meinen Meinungsäußerungen, weil sie sind ja alle weiße Männer, sie sind ja alle privilegiert und ich bin unterprivilegiert. Das heißt also, ich fühle mich jetzt sehr stark von ihnen unterdrückt oder ich müsste mich in dieser Theorie ganz stark unterdrückt fühlen. Und deshalb sollten Sie sehr zurückhaltend sein mit Wortmeldungen in Seminaren und erstmal gucken, ob sich sonst jemand meldet. Und wenn sich überhaupt sonst niemand meldet, dann können Sie natürlich auch was sagen. Aber eben wenn Sie jetzt erstmal der Impulsgeber sind in einem Seminar, dann fühlen die anderen sich unterdrückt, weil Sie Ihre weiße männliche Perspektive einbringen. Egal zu welchem Thema,
Sie sind festgelegt auf ihr primäres Geschlechtsorgan und ihre Hautfarbe. Das ist das, was ihre Perspektive bestimmt. Nicht ihre anderen Lebenserfahrungen und was sie gelesen haben, welche Gedanken sie sich gemacht haben. Das ist alles irrelevant. Spielt keine Rolle, sondern es wird festgesetzt, dass sie aufgrund ihres primären Geschlechtsorgans in ihrer Hautfarbe schon eine ganz bestimmte Perspektive auf die Welt haben, die privilegiert ist und die, das merken sie gar nicht, die sie setzen. Und dadurch entsteht eben so eine sogenannte hegemoniale Machtasymmetrie. Das können wir jetzt natürlich weiterspielen. Ich als Frau wäre ja jetzt erstmal davon benachteiligt, also ich dürfte mich dann zuerst melden in diesem Kreis. Wenn jetzt allerdings ein Mann da wäre, dunkle Hautfarbe, dann wäre der gegenüber mir jetzt wieder in einer noch unterprivilegierteren Situation. Das heißt, letztendlich müsste ich dann auch wieder warten, bis der was gesagt hat. Wenn jetzt noch eine Frau da wäre mit dunklerer Hautfarbe, dann müsste man wieder warten, dass die zuerst was gesagt hat. Also Sie sehen, man kann das ad absurdum führen, aber sowas hat man ernsthaft in Workshops in der Orientierungswoche mit jungen weißen Männern gemacht, an der University of Melbourne, an der University of Western Australia. Teilweise haben sie auch nur so Handouts bekommen, wo sie für sich selber durcharbeiten konnten, warum sie privilegiert sind. Und wenn man diese Zettel durchgegangen ist, hat man eindeutig gesehen, es waren immer nur Punkte drauf, wo Männer besser abschneiden konnten als Frauen. Ja. Also, oder wo in der Gender-Theorie zumindest Männer besser abschneiden würden als Frauen. Also standen auch so Sachen drauf. Ich weiß, dass wenn ich nachts alleine nach Hause gehe, ich nicht überfallen werde oder ich weniger häufig überfallen werde. Rein statistisch ist es so, dass Männer häufiger nachts auf der Straße überfallen werden als Frauen, aber in der Gender-Theorie sind die Frauen die Verletzlichen. Also das darf gar keine Rolle spielen, sondern sie müssen dann reflektieren, oh, ich als Mann bin in einer besseren Position als eine Frau, weil ich nachts einfach sicherer auf der Straße unterwegs sein kann. Man hätte es natürlich auch andersrum machen können, es stand natürlich nicht drin. Ich weiß, dass ich im Durchschnitt 3-4 Jahre vor einer Frau versterben werde. Ja, man hätte es auch so betrachten können, aber es wird ganz bewusst natürlich nur in eine Richtung dann auch gemacht. Und wir sehen sowas auch immer mehr in internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen, aber teilweise jetzt auch schon in Deutschland, wo dann bei wissenschaftlichen Konferenzen, also meistens großen Konferenzen, inzwischen darauf geachtet werden soll, dass kein Panel mehr zustande kommt, wo nur Männer zusammensitzen zum Beispiel. Also sollte auf jeden Fall immer eine Frau dabei sein, teilweise wird schon in Richtung Quote gedacht, so und so viel Prozent Frauen müssen dabei sein. Oder manche gehen auch weiter und sagen, ja nicht nur Frauen, sondern eben auch rassistisch diskriminierte Menschen, das ist die Sprache, die man dann verwendet, sollten dabei sein. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, was eigentlich geforscht wird, wer was inhaltlich vorträgt, sondern wer die Person, die es vorträgt, steht im Zentrum. Und das schreitet einfach immer mehr voran, diese Form der identitätspolitischen Agenda, die man jetzt eben nicht nur wissenschaftlich betreibt und in Seminaren vermittelt und in seiner Forschung betreibt, sondern die man jetzt auch umsetzen möchte. Genauso auch, dass man darauf achten sollte, zum Beispiel in manchen Journals, die das schon sagen, dass man darauf achten soll, so und so viel Prozent der Literatur müssen von Frauen verfasst sein. Meistens ist so 30-40%. In der Regel nicht 50, aber 40. Oder dass hinreichend Literatur von sogenannten BIPOCs, also Black and People of Color, repräsentiert sein soll. Also auch hier geht es gar nicht mehr darum, dass man schaut, welche Literatur ist denn für meinen Forschungsgegenstand die zentrale, sondern ich muss erstmal gucken, oh, was ist denn das Geschlechtsteil der Person und welche Hautfarbe hat sie? Und dann entsprechend das repräsentativ einbringen. In den USA und auch anderen angelsächsischen Ländern gehört das schon ganz normal auch zu Seminarplänen dazu, dass Seminare nicht mehr gebilligt werden von Fakultäten, wenn nicht die 40% der Literatur von Frauen verfasst sind. Also es geht immer mehr darum, wer macht was und nicht mehr, was ist wirklich inhaltlich eigentlich wichtig. Und das führt uns natürlich von der Forschung und der ergebnisoffenen Forschung maximal weg, wenn man natürlich dann immer nur schaut und auch seinen Forschungsgegenstand entsprechend anpassen muss. Denn wie möchten Sie zu bestimmten Forschungsfeldern noch was publizieren, wo zum Beispiel sehr wenig Frauen dazu forschen? Militärgeschichte ist zum Beispiel ein Bereich, wo ganz wenige Frauen nur dazu forschen. Wenn ich aber 40% Literatur von Frauen brauche, kann ich da nicht mehr wahnsinnig viel machen. Oder auch in Seminaren kann ich sowas dann nur noch sehr schwer einbringen. Also das sind alles so Dinge, die ich so 2017, 18 verstärkt beobachtet habe und auch gemerkt habe, dass es so langsam auch in Deutschland ankommt. Zwar abgeschwächt, aber auch in Deutschland ankommt.
Und hat es war so ein längerer Prozess und richtig aktiv geworden bin ich dann im Juni 2019, wo ich mir gesagt habe, man muss hier wirklich auch in Deutschland was machen. Man kann nicht warten, bis es so weit vorangeschritten ist wie in den angelsächsischen Ländern. Also nicht warten, bis die Hütte brennt, sondern man muss vorher aktiv sein. Vielen Dank. Und fing dann an, die ersten Personen, die ich kannte, teilweise persönlich kannte, teilweise eben auch von Publikationen kannte, wo ich mir gedacht habe, ja, das sind Wissenschaftler, die sich auch für die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit einsetzen könnten, angefragt. Und wir sind dann, es war ein etwas längerer Prozess, wir sind dann zum ersten Mal, wir waren damals 28, aber nur 24 konnten dann persönlich auch kommen, Ende September 2020 in Mainz zusammengekommen, an der Universität Mainz, und haben dann besprochen, wie weit wir eine gemeinsame Agenda auch finden, wie wir zusammenkommen, wie wir dann auch als Netzwerk uns positionieren können, haben gemerkt, wir können sehr gut miteinander arbeiten, haben damals eben auch die Steuerungsgruppe gewählt, deren Sprecherin ich auch bin, und haben dann ein Manifest ausgearbeitet, was Sie auf der Homepage des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit auch finden, und sind dann am 3. Februar diesen Jahres bei einer virtuellen Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gegangen. Zu dem Zeitpunkt waren wir eben 70 Personen, also wir sind dann von 28 Ende September noch auf 70 Personen angewachsen. Und wir hatten am ersten Tag, also am 3. Februar, schon auf unserem Mail-Account circa 100 Anfragen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Mitglied werden wollten, am nächsten Tag auch. Und wir kriegen jetzt eigentlich fast noch täglich Anfragen und sind im Moment eben jetzt auf knapp über 400 angewachsen. Also es ist ein sehr dynamisches Netzwerk. Wir waren am Anfang überwiegend, was natürlich auch mit unserem Hintergrund zu tun hat, sehr viele Historiker, Sozialwissenschaftler und Juristen. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich Juristen auch prioritär angefragt hatte, weil Juristen einfach im Gegensatz zu Sozialwissenschaftlern noch sehr viel freier denken und argumentieren können. Also das ist ganz normal Pro und Contra, was bei uns in Sozial- und Geisteswissenschaften auch normal sein sollte, aber leider nicht mehr so normal ist. Insofern waren Juristen auch eine Disziplin, die fast naturwüchsig dann ein Ansprechpartner war. Inzwischen sind aber auch sehr viele Naturwissenschaftler dazugekommen und auch Ingenieure, Mediziner. Also wir haben eigentlich jetzt so ziemlich die Bandbreite abgedeckt. Und natürlich nicht alle Disziplinen, aber doch eine wirklich sehr große Bandbreite an Disziplinen abgedeckt. Und unser Ziel ist, dass eben die Wissenschaftsfreiheit gegen Eingriffe zu verteidigen. Also wenn es zu ganz konkreten Eingriffen kommt, entweder dass unsere Mitglieder betroffen sind oder dass Personen von außen sich an uns wenden und sagen, hier erlebe ich gerade, wie meine Wissenschaftsfreiheit beschränkt wird und ich merke, dass ich alleine stehe, können Sie mich dabei unterstützen, um entsprechend die Wissenschaftsfreiheit zur Geltung zu bringen. Und das andere ist, dass wir eben auch dieses Klima der Freiheit, was einfach die Grundvoraussetzung ist für die Wissenschaft, letztendlich den Erkenntnisprozess in den Mittelpunkt zu stellen, zu thematisieren, warum das wichtig ist, und zum anderen eben das auch selber zu leben, Pro- und Kontra-Diskussionen, also dass wir auch versuchen, Gesprächsformate zu initiieren, gerade zu umstrittenen Themen, wo man relativ weit auseinander liegt, Personen zusammenzubringen und tatsächlich in einen argumentativen Austausch zu gehen. Also das sind die drei Säulen, die wir verfolgen. Und wir haben selber gemerkt, und das war jetzt der Einstieg vorher ja zum Thema des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, wie befreiend das für viele war. Also zu merken, boah, ich bin hier nicht alleine, das sind wirklich Gleichgesinnte, die auch sagen, hier ist ein Klima der Unfreiheit entstanden, wir müssen was dagegen tun, wir müssen uns zusammenschließen. Wir haben auch den Mut, Gesicht zu zeigen, uns tatsächlich hinzustellen, zu sagen, ja, wir stehen dafür ein, auch egal, welche Kritik kommt. Und natürlich gab es auch entsprechende Kritik. Man hat uns versucht, nach rechts zu drängen. Interessant ist schon, dass heutzutage für manche Leute die Verteidigung eines Grundrechts, das individuelle Recht auf Wissenschaftsfreiheit, das keine politische Ausrichtung kennt, keine Weltanschauung kennt, das ist frei davon. Wer aber dieses individuelle Grundrecht verteidigt, der ist heute rechts.
Das ist hochproblematisch. Und da möchte ich auch mal das Wort problematisch verwenden und auch mit dem Hoch zusammen. Das ist wirklich hochproblematisch. Ja. Weil man einfach die Verschiebung dann letztendlich sieht. Also wenn es dann nicht mehr links ist, und lange war das links und natürlich liberal ohnehin, ja, zu verteidigen, dass es individuelle Grundrechte gibt. Und jetzt passen die in das identitätspolitische linke Programm, das hat ja nichts mehr mit den Soziallinken zu tun, den klassischen Linken. Ja, dieses identitätslinke Programm, da passt es nicht mehr rein. Da geht es ja nur noch um Kollektivrechte. Deshalb wollen die auch eine andere Verfassung in Teilen. Die sprechen auch ganz dezidiert von einer Einwanderungsverfassung, brauchen ein anderes Grundgesetz, das auf Kollektivmerkmalen letztendlich aufbaut. Schutz von Kollektiven ist wichtiger als der Schutz von individuellen Grundrechten. Es war genau die Lehre, die der Parlamentarische Rat aus dem Nationalsozialismus gezogen hatte, dass es um individuelle Grundrechte gehen muss, um das Individuum, eben nicht um Kollektive, weil die ins Verderben geführt haben. Aber genau das dreht man um. Also so viel hat man letztendlich gelernt. Man hat es natürlich, man hat ganz andere Ziele, ist ja keine Frage, aber man sieht eben nicht, wie hochproblematisch das ist, wenn man von den individuellen Grundrechten abrückt. Also diese Kritik bekommt man natürlich. Das mit dem Mut ist interessant. Als ich zum ersten Mal vor allem mich zur Wissenschaftsfreiheit publizistisch geäußert habe, aber auch zu anderen Themen wie Quoten, habe ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, wo dann ganz häufig mir zu meinem Mut gratuliert wurde. Wie toll das ist, boah, jemand, sind Sie mutig, das zu machen. Und am Anfang dachte ich noch, naja, also was heißt mutig, ja, fast so peinlich berührt, ob dieses Lobes. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, es ist schon interessant, dass so viele Menschen, und es waren auch, das geht wirklich bis in die Funktionseliten hoch, also da waren bis zu Universitätspräsidenten drunter, die einem sowas geschrieben haben. Und auch hohe Richter, die einem sowas geschrieben haben. Wenn die schon denken, in diesen Positionen, dass es mutig ist, sowas zu sagen, dann zeigt es an, in welch verheerendem Zustand inzwischen die Gesellschaft ist. Nicht nur das Wissenschaftssystem, sondern halt auch die Gesellschaft. Und wenn wir uns nicht dem entgegenstellen und denken, entweder es erfordert wirklich jetzt einen großen Mut, das zu machen, oder ich ordne mich unter, dann wird sich wirklich, werden sich die Grundfesten dieser Gesellschaft in etwas sehr Negatives eben verschieben. Und letztendlich Feigheit, es gibt immer wieder Gründe auch, wie die Abhängigkeiten, sich nicht zu positionieren. Also ich verstehe das, wenn tatsächlich die berufliche Zukunft davon abhängt, ob ich etwas kritisiere oder ob ich mitmache. Aber es gibt eben auch diejenigen, die doch fest im System drin sind. Ich weiß, dass es einen Renommeeschaden mit sich bringen kann. Aber letztendlich ist halt Feigheit trotz allem die größte Feindin der Freiheit. Und wenn wir das akzeptieren, dann bedeutet das früher oder später, dass es nicht nur eine Einschränkung der Freiheit für Einzelne gibt, sondern eine Einschränkung der Freiheit für viele. Und an dem Punkt möchte ich schließen mit einem Zitat von Theodor Heuss, das ich sehr gerne verwende, was mir persönlich auch zu einem Leitspruch geworden ist. Es steht in seinem Sterbezimmer im Stuttgarter Theodor Heuss, wo es auch in der Wand ist, von 1952. Er sagte, die äußere Freiheit der vielen lebt von der inneren Freiheit der Einzelnen. Ich denke, wir alle müssen uns diese innere Freiheit nehmen, nicht nur für uns selbst, sondern um auch die äußere Freiheit der anderen, uns aller, der ganzen Gemeinschaft letztendlich sicherzustellen. Man kann nicht immer warten, bis es jemand anders macht. Manchmal muss man es selbst tun. Auch ich habe gedacht, als ich 2017 anfing, es intensiver zu beobachten, was da passiert. Wieso macht denn da eigentlich keiner was? Da müsste doch mal einer aktiv werden und dagegen reden und entsprechend was gründen. Und das hat mich eben 2019 dazu gebracht, dass ich dann gedacht habe, okay, du beobachtest das jetzt seit 2 Jahren sehr intensiv. Und offenkundig macht es niemand und vielleicht musst du dann diejenige sein, die es initiiert und macht. Und das war eben der Antrieb, das dann auch für mich zu machen. Und Theodor Heuss ist mir da ein enger Gefährte und Leitspruchgeber geworden. Und damit möchte ich den Vortrag für heute schließen. Vielen Dank.